Hallo liebe Leute, hier ist der Volker Schäffler. Ich kann nichts dafür, er wollte bei mir auf den Schoß, ja? Er hat ein bisschen Angst in der Welt, in der wir leben, vor den ganz großen Verbrechern, die hier rumlaufen, und für den großen Bestien, die also viel gefährlicher sind als diese lieben Tiere, ja? Viel gefährlicher, hinterlistiger, mörderischer, ganz schwere Kriminelle. Und wisst ihr was? Die sind namentlich alle bekannt und laufen frei rum. Die sind namentlich alle bekannt. Massenmörder, Milliarden wollen sie morden und die laufen frei rum. Ich war am Strand, bekam ein Strafzettel für 15 Euro. Da stand gar kein Parkverbotsschild. Wenn ich nicht bezahle, was passiert dann? Da krieg ich eine Aufforderung, in den Knast zu gehen, wegen 15 Euro. Hundertprozentig. Und die Massenmörder, die Milliarden umbringen und Hunderte von Milliarden in die Taschen schieben, rauben und stehlen, die laufen frei rum. Was ist denn hier irgendwie? Ist doch was nicht in Ordnung, oder? Aber ich kann euch sagen, warum die frei rumlaufen. Weil ihr das alle duldet. Ihr habt diese Leute gewählt. Ihr seid diese Leute. Ihr seid sehr begeistert, wenn ihr diese Leute seht. Ihr lasst alles mit euch machen, alles. Ihr seid doch selbst schuld. Ja, die Diggeliste sagt ja, Deutschland verliert 60% seiner Menschen. Ist das schlimm? Ist das schlimm? Welche Menschen verlieren die denn? Welche? Ich kann es euch sagen. Die Fernsehgucker, die nichts wissen, die kein Internet haben. Okay, ich will es nicht übertreiben. Ich muss euch jetzt was zeigen. Also als erstes mal, das ist diese Maschine, ja. Seht ihr das? Ist das irgendwie jetzt überhaupt zu sehen? Energieoase steht da. Was steht da unten drunter? Das ist ja irgendwie spiegelbildlich. Macht aus Wasser Strom, ja. Ja, daran habe ich 10 Jahre Entwicklung gemacht und 12 Prototypen gebaut. Aber ich will euch was sagen. Jetzt kommt noch was Besseres. Jetzt, warum ich das jetzt bringe. Ich hoffe, dass ich das jetzt gleich mal. Halt. Dass ich das gleich mal zeige. Was sagt der denn jetzt? Warum läuft der jetzt nicht? Warum läuft er jetzt nicht? So, guck mal, das habe ich schon mal gezeigt. Das ist die sogenannte Schwungradmaschine, die wird gebaut von einem Freund von mir in Österreich. Schwungradmaschine. Da ist jetzt Speicher voll, steht da. Ich habe alles gelöscht, sagt trotzdem Speicher voll. Naja, ihr seht ja. Pass mal auf, was sie macht. Die macht Strom. Oh, die macht Strom. Die macht Strom, die Maschine, ja klar. Die macht Strom, ja. Ja, die macht Strom. Ja, natürlich. Wie viel Strom macht die denn? Warte mal, Leute. Kommt mir immer hier in die Quere, dieses Miststück. Wie viel Strom macht die denn? Wie viel Strom macht die? Soll ich es euch sagen? Soll ich es euch sagen, was sie macht? Sie braucht nur 3 Ampere und macht 10 kW Strom. Das ist aber eine der kleinen Maschinen. Eine der kleinen Maschinen. Die nächste macht 30 kW, die nächste macht 50 kW, die nächste macht 100 kW. Ja,
Ist das schlimm? Nö, ne? Aber das ist noch gar nichts, Leute. Das ist noch gar nichts. Das ist noch überhaupt gar nichts. Wisst ihr warum? Weil der Mann, der die Maschine baut, der hat mich besucht. Ein sehr guter Mann. Der war bei mir in Schönberg, hat mich besucht. Der hat eine besonders wertvolle Erfindung gemacht. Nämlich, wenn ich bei der Messias-Maschine, wie ich meine Maschine nenne, oder Energieoase, wenn ich da, ich will es kurz erklären, wie die funktioniert. Die hat oben Wasserbehälter und wenn man da den Stöpsel zieht, dann rauscht das Wasser durch auf Wasserräder und die Wasserräder haben Übersetzungsrad. Das Übersetzungsrad hat eine Verbindung zu einem Generator und der Generator dreht, weil er natürlich durch die Übersetzung schnell dreht, macht er ziemlich hohe Umdrehung und er kann dann, meiner kann 2,3 kW Strom erzeugen. Okay, das ist das eine. Aber ich könnte auch 10 kW da dran machen. Ein Generator mit 10 kW, aber der würde nicht laufen. Warum nicht? Wenn man den Generator dann anzapft, Strom nimmt, dann bremst der Generator. So, der bremst, okay. Aber dieser Mann, der mich besucht hat, der hat eine Erfindung gemacht. Da war ich schon Jahre, nee, 2 Jahre hinterher. Der hat eine Erfindung gemacht, dass der Generator nicht mehr bremst, wenn man ihn anzapft, wenn man Strom nimmt. Er hat ein elektronisches System entwickelt, das nicht mehr bremst. Er kann bei seiner Maschine 50 kW dran machen, 100 kW. Der Generator bremst nicht. Das ist das Entscheidende. Das ist eine Riesenerfindung. Das wusste er gar nicht, der Mann hier. Ja, das habe ich auch noch erfunden. Bla bla bla. Ich sage, das ist die größte Erfindung aller Zeiten. Ja, Leute, das ist der Hammer, ja. Das ist absolut der Hammer. Ich werde das natürlich übernehmen. Auch mein Mann in Österreich, der hat auch die Energieoase gebaut. Aber da bremste das, weil er nicht Metallräder genommen hat, sondern Plastikräder und die sind zu leicht. Ja, du musst Metallräder nehmen. Ich habe jetzt eine Bauanleitung, die habe ich immer sehr billig vermarktet. Die gibt es jetzt auch noch, aber die kostet jetzt 1500 Euro. Wer die Maschine bauen will, muss ohnehin investieren und dann hat er die 1500 Euro auch noch, sonst soll er es lassen. Okay, ich hatte jetzt wieder Besuch von Leuten, sehr wichtigen Leuten. Das ist eine Gruppierung, die haben 2000 Mitglieder und die wollen auch so eine Maschine machen haben, würden sie gerne. Sollen sie machen, ich kann gerne behilflich sein gegen entsprechende Honorierung. Ansonsten meine Maschine wird verkauft. Ja, warum? Warum soll ich die bei mir zu Hause stehen haben? Bringt ja nichts. Die ist also schon unterwegs, ist auf dem Transport, ist verkauft, ist somit dann nicht mehr zur Verfügung für den Verkauf. Aber ich kann sie ja neu bauen. Ich habe ja die Bauanleitung selbst gemacht, selbst entworfen und kann die Maschine jederzeit selbst bauen. Sie wird auch in der Türkei gebaut. In mehreren Städten, auch in Istanbul, auch unten ganz im Süden. Ja, ich habe so einiges vor. Aber was ich noch hier ansprechen muss, Leute, es geht noch um die Sharon Ursula Rademacher. Da habe ich auch schon berichtet in Facebook. Rademacher Sharon Ursula geht in Facebook, könnt ihr das sehen. Sie ist in deutscher Folterhaft. Sie ist die echte Tochter von John F. Kennedy. Ihre DNA wurde schon überprüft von dem NATO-General Ulrich Wegener. Er hat es nicht selbst überprüft, er hat es veranlasst. Die
Amis haben es überprüft. Sie ist die echte Tochter von John F. Kennedy. Und ja, sie ist jetzt in deutscher Folterhaft. Seit dem 17.11. Warum? Sie hat dem Staat verboten, auf ihr Treuhandkonto zuzugreifen. Sie hat auch Anzeige gegen Deutschland gemacht bei den Amis. Und das gefällt den Deutschen gar nicht. Ich habe sehr viel jetzt unternommen, damit man ihr auch Spenden gibt, weil sie kann nicht an ihr, sie ist in Folterhaft auf 7 Quadratmeter, das ist wie so ein Bad, so eine Größe, mit zwei, also mit noch einer Inhaftierten, die ist eine potenzielle Mörderin, haben sie extra ihre ein, ja, damit sie ein bisschen die Nerven belastet bekommt. Und ja, sie kann an ihr Konto nicht, das ist ein Internetbankkonto, kann sie nicht ran. Sie darf kein Internet machen, sie darf einmal im Monat mit mir skypen, einmal, ansonsten nicht. Sie darf auch ihren Anwalt nicht anrufen, darf gar nicht. Sie kriegt auch Sachen weggenommen, wenn ich Briefpapier schicke oder Briefumschläge, kriegt sie weggenommen. Das ist richtige Psycho. Sie hat schon 10 Seiten Bericht geschrieben. Ich habe das auch weitergeleitet an die Amis. An die Amis. Auch ihr gesamtes Wissen ist an die Amis gegangen, denn sie hat Geheimwissen. Sie war befreundet mit NATO-General Ulrich Wegener. Die haben über alles gesprochen, über Jahre hin. Sie haben alles, sie hat alle Kenntnisse über Obama, über die Clinton, über alles, über Attentate, über alles. Sie hat Kenntnisse, ja. Ist doch logisch. Deshalb ist sie doch 2,5 Jahre jetzt ohne Bewährung verurteilt worden, für nichts. Für eine Sache, die 2016 war, wo eine Gruppierung mal eine Falschbuchung gemacht hat, oder besser gesagt 3 Falschbuchungen, 5.000 Euro. Sie hat kein Geld bekommen, der Anwalt sagt, da ist nicht mal ein Schaden entstanden. Das haben sie zum Anlass genommen, haben dann gesagt, du bist 2016 nicht zum Gerichtstermin erschienen, obwohl sie sich abgemeldet hatte. Sie war immer angemeldet, auch sie hat auch bei mir gewohnt, war immer angemeldet. Und dann hat man einen Haftbefehl konstruiert, hat sie mitgenommen. Jetzt ist sie in Haft 2,5 Jahre. Ja. Trump kann ihr natürlich jetzt im Augenblick in dieser Situation nicht helfen. Er hat mit sich selbst zu tun. Natürlich wird das alles weitergeleitet, ist alles weitergeleitet worden über die Schweiz, über andere Leute, die gute Verbindung haben. Die konnten Trump direkt anschreiben, auch damals über Twitter noch anschreiben. Er hat 2 Briefe bekommen, schon vor einigen Jahren, glaube ich, oder sagen wir mal vor längerer Zeit. Ich weiß nicht, ob es Jahre sind. Ich habe die Briefe auch gesehen, wo sie alles erklärt. Sie ist als Kind sie ist in den USA geboren, ist rausgekommen, in Sicherheit, hat 23 Millionen Erbe mitbekommen. 3 Banken haben ihr das Geld gestohlen, hat sie auch Anzeige gemacht, die Namen der Banken genannt. Ja, so Gustl Mollat, wisst ihr noch, den sie auch in die Psychiatrie getan haben dann, der hat eine Bank angezeigt, sie gleich 3. Aber in die Psychiatrie kommt sie nicht, obwohl man, der Anwalt hatte vor, dass sie da reinkommt. Ja, warum? Der war Staatsanwalt früher in Lübeck und hat den Fall Barschel behandelt und sie kennen die Barschel-Mörder. Ist aber weitergemeldet zu den Amis. Die können sich jetzt nicht beseitigen. Ist alles weitergemeldet. Ja? Aber der Anwalt unternimmt nichts, obwohl er ja wahrscheinlich verpflichtet wäre, etwas zu tun. Er ist ja bestimmt noch in Diensten des Staates als Pensionär, weiß nicht. Kann sein, kann nicht sein. Okay, also ich habe dann aufgerufen, man soll ihr eine Spende geben, weil ich habe schon bisher sehr viel finanziert. Sie hat auch eine Katze und die Katze lebt seit ihrer Verhaftung alleine in ihrer Wohnung. Und jetzt haben wir, ich habe versucht, die unterzubringen in einer Katzenpension, die wollten sie nicht, auf längere Zeit wollen die nicht nehmen. Und jetzt hat sich eine Frau gemeldet, so von der Nordsee her, und es sind Leute aus Bayern, hört mal zu, Leute, es sind Leute aus Bayern, die kommen gefahren, 850 Kilometer, um die Katze abzuholen bei ihrer Wohnung,
und die dann von da aus nach an die Nordsee zu bringen, wo sie dann untergebracht ist. Ist das nicht großartig, Leute? Was musste ich ertragen? Was musste ich für Beschimpfung ertragen, als ich aufgerufen habe zu spenden? Ja, wie kann das sein? Da sollen sie doch zu Kennedy gehen. Habt ihr schon gewusst, dass Kennedy nicht mehr lebt? Aber er ist nicht gestorben, wie sie es behaupten, sondern er ist, ja, das ist alles Show gewesen, weil es war, ist ein Double gestorben. Ja, können wir alles beweisen. Er ist 1974 erst gestorben. Und wo er gestorben ist, wissen wir. Nicht nur wir, es wissen Geheimdienste, wissen es auch. Sie weiß es auch. Andere wissen es auch. Es ist inzwischen bekannt, aber nicht öffentlich bekannt. Und er ist vorhanden, man kann ihn sogar sehen. Er ist vorhanden, ja, weil er als Mumie oder einbalsamiert vorhanden ist. Und man kann eine DNA nehmen. Und man kann es beweisen. Natürlich können wir jetzt nicht zur Zeitung gehen und sagen, wir haben eine tolle Story. Das geht ja nicht, das würden die ja gar nicht bringen. Deshalb müssen wir noch ein bisschen warten. Es ist auch ein Buch in Arbeit. Und für alle, die das jetzt sehen vom Deep State, ja, ich habe weder Unterlagen, Beweisunterlagen, noch habe ich was auf meinem Computer. Ihr braucht also nicht mich besuchen. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe gar keine Auto, ja. Aber die Beweise, die sind alle gesichert. Die sind alle gesichert. Sicher untergebracht. Nicht bei mir. Sicher untergebracht. Und eines Tages werden die Beweise auf den Tisch kommen. Und dann wird ein Buch geschrieben. Dann wird ein Film gemacht. Aber nicht mit Deep State, ja. Nicht mit Deep State. Deep State ist eh am Arsch. Ja, Deep State ist eh am Arsch. Deep State ist verloren. Ihr werdet sehen, Leute, auch wenn ihr noch so oft auf dem Sofa sitzt und euch die Lügenmedien anhört und anschaut. Ich habe einen Tisch hier, da ist ein großer Fernseher, der ist als Tisch. Den habe ich umfunktioniert. Ich gucke keine Lügenmedien. Wenn Radio kommt mit Nachrichten, schalte ich den ab. Ja, ist alles gelogen, ist alles gelogen, alles, alles, 100% gelogen, 100% Lüge, 100% Lüge, ist nichts wahr, wirklich, 100% Lüge. Und die Leute rennen mit Maske. Und wenn ich dann auf die zukomme, oh, halten Sie Abstand, halten Sie Abstand. PCR. Test, ja. Ihr müsst mal gucken. Miriam Hob gucken. Miriam Hob. Ich sag, die ist mutiger als alle Bayern zusammen. Miriam Hob. Die hat jetzt festgestellt und kann es beweisen anhand von Zahlen, dass alle Kliniken oder sagen wir mal fast alle Kliniken ihre Leute testen, die eingeliefert werden. Ob du einen Beinbruch hast, ob du irgendwas hast, du wirst einen Test machen müssen. Und wenn der Test positiv ist, dann kriegen die dafür Geld. Und zwar Millionen. Millionen, aber zig, hunderte Millionen sind an Kliniken geflossen, die sagen, der hat Corona. Aber der PCR-Test kann ja zu 95% gar nichts aussagen. Gar nichts aussagen. Und er kann auch kein Virus erkennen. Das ist bekannt, ja. Aber trotzdem bekommen die Abermillionen, wenn sie sagen, der hat den Virus. Ja, und bei der Todesursache, da wird dann eingetragen Corona, und dann gibt es richtig Geld für den Arzt, der den Totenschein ausstellt. Das ist alles eine Geldsache, ja. Haben die sich gut ausgedacht? Muss man sagen, das ist. Haben die gut ausgedacht, weil die haben ja gewusst, dass das Volk ziemlich blöde ist. Nein, keine Volksverhetzung. Es betrifft nicht Deutsche, es betrifft die Welt. Ja? Das Volk ist ja total verängstigt. Ja? Das haben die Medien gut hingekriegt. Die Lügenmedien haben sie gut hingekriegt. Die haben ja die Leute hypnotisiert. Das ist mit der Bildfolge entstanden. Ich glaube, 50 Hertz machen die. Und damit kann man die Leute hypnotisieren.
Die glauben dann nur noch das, was gesagt wurde. Es ist eingeprägt in deren Gehirn. Und das kriegst du so schnell nicht mehr raus oder gar nicht mehr. Kriegst du nicht mehr raus. Okay, Leute. Ich mache natürlich noch andere Sachen. Es sollen jetzt die Tests kommen. Testpflicht in Europa. Testpflicht wird ein Gesetz gerade ausgearbeitet. Habe ich die Nachricht direkt aus Brüssel. Außenministerium. Direkt aus Brüssel, Außenministerium. Die machen ein Gesetz. Es muss sich jeder testen lassen. Wer nicht sich testen lässt, Psychiatrie. Psychiatrie. Also wir bekommen hier richtig böse Verhältnisse. Wer hier bleibt in Europa, ist verloren. Kann ich euch so sagen. Wer bleibt, ist verloren. Und viel Zeit ist nicht. Ich schätze mal nur bis Ostern. Einige Leute schreiben jetzt schon, die abgehauen sind. Aus Sansibar ist jemand, der hat mir geschrieben. Und aus Ostafrika, der andere aus Westafrika, die anderen in die Karibik, dahin und dorthin. Und mein Plan war ja immer Türkei. Aber Türkei ist ja auch noch eingeschränkt. Die haben ja auch 5G. Die werden auch jetzt so schnell noch nicht befreit werden. Aber Türkei bin ich ziemlich sicher. Also ich persönlich, weil ich schon 30 Mal dort war in 60 Städten und sehr gute Kontakte und Connection habe. Hab Büro in Istanbul bei einem Freund und ist alles, für mich ist alles möglich. Natürlich Fethiye ist meine Heimat, ganz unten im Süden. Und da haben wir gemeinsam ein Hotel und fühlen uns dort wie im Paradies. Nur Corona hat uns gebremst. Aber das wird auch bald zu Ende sein. Wird bald zu Ende sein. Wir wollen mal sehen, was Trump noch machen kann. Er ist unser Hoffnungsträger. Hier kommt immer, frag uns doch. Ja, frag uns doch. Ihr müsst nach Telegram gehen. Telegram. Und wenn ihr in Telegram seid, NS News Volker Schäffler. Also auf Telegram runterladen, NS News Volker Schäffler, dann habt ihr meine Gruppe, dann habt ihr alle Informationen. Und das ist sehr wichtig, dass ihr informiert seid, aktuell informiert, nicht über die Lügenmädchen, gar nicht, das ist uninteressant. Die erzählen nichts, was stimmt. Es gibt auch eine Gruppe von John, also John F. Kennedy Junior, ja, der lebt. Dürft ihr euch glauben. Er wurde auch ausgebremst. Er ist auch in Sicherheit gebracht worden. So wie die Sharon. Die wurde in Sicherheit gebracht, damit man sie nicht vernichtet. Und jetzt ist sie in deutscher Haft. Ja. Wird aber freikommen. Das System hält nicht mehr lange. Das System hält nicht mehr lange. Kann nicht. Funktioniert. Die Leute haben zu viel Information. Facebook sperrt zwar wie Teufel oder YouTube sperrt wie Teufel, aber Telegram sperrt nicht. Telegram blockiert nicht. Telegram zensiert nicht. Geht dahin, werdet ihr Informationen bekommen. So, liebe Leute, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu traurig gestimmt. Ich kann nur sagen, es wird noch ein bisschen dauern, aber die Räder, die laufen. Und es wird, warum sind 30.000 oder wie viele Soldaten sind denn hier? 30 US-Soldaten. Warum sind die hier? Krieg gegen Russland machen die nicht. Warum sind die hier? Die werden die Verhaftung machen, Leute. Die werden die Verhaftung machen. Und 30.000 Soldaten, das ist ja nicht viel. Ja? Aber es reicht, um das Grobzeug zu verhaften. Ja? Wird kommen, Leute. Wird kommen. Bin ich sicher. Dann wünsche ich euch alles Gute. Was wollte ich noch sagen? Schreibt mir eine Mail, wenn ihr was wissen wollt. Ich mache ja Nanochip, kann man entfernen und nicht entfernen, löschen. Nanochip durch die Nase kann man löschen mit einem Magnetsystem, das ich entwickelt habe. Oder sagen wir mal, ich baue diese Sachen.
Und könnt ihr mich anschreiben. Ich habe die Selbstheilung, wie ich mich selbst geheilt habe vor Krebs, innerhalb von 2 Monaten Bauchspeicheldrüsenkrebs war weg, Schmerzen weg. Ich kann nicht sagen, ich kann euch heilen, ich kann nur sagen, wie ich mich geheilt habe, ich selbst. Und dann könnt ihr gucken, ob das was für euch ist. Ist relativ einfach. Ja, ihr dürft nur nicht den normalen Weg gehen, ja. Ihr wisst ja, Klinik, dies und das. Könnt ihr machen, wenn ihr das wollt. Mich hat gerade ein Verwandter angerufen, sagt, oh, ich bin so krank, ich wurde schon 3-mal operiert. Krebs, 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 ich muss jetzt zum 4. Mal hin. Ja, der wollte nie von mir hören, wie man sich selbst heilen kann. Das wollte er gar nicht wissen. Er ist den normalen Weg gegangen. Aber es gibt Hoffnung. Die neuen Betten, die es gibt, die neuen Betten, die sind im Bau. Medbetten heißen die, die heilen. Ja, das gab es früher, gab es diese Systeme schon, da gab es 200.000 Heilungssysteme, das geht mit Schwingung. Ich weiß jetzt nicht, ob die Medbetten auch so funktionieren, aber damit kann man alle Menschen heilen, alles beseitigen, keine Operation mehr, nichts mehr. Das medizinische System ändert sich. Alles Gute, schreib mich an. Schaeffler minus Volker mit V natürlich at web.de. Ich muss das so sagen, weil manche hören ein bisschen. Mit ihren Ohren nicht so gut wie ich. Ich habe nämlich große Ohren, ganz große. Die sind von meinem Großvater. Ja, der hat auch so Ohren gehabt. Der war übrigens, der war Gießereimeister. Aber sein Vater, der war Wildhüter. Wildhüter hieß das früher. Also so eine Art Förster. Ja. Das ist bei mir auch in den Genen drin. Und mein richtiger Vater, der war US-GI, also US-Soldat, aber der stammt aus Puerto Rico und da sind die Wurzeln spanisch. Und indianisch, ja. Deshalb habe ich so ein schamanisches Wissen in mir. Ja, das ist auch alles in den Genen drin. Und jetzt mit der Spritze werden ja die Gene geändert, ja. Und wer gespritzt wird, der ist mit mal ein ganz anderer Mensch. Aber kein guter. Ja, und der ist auf keinem guten Weg. Ja, weil die Natur ist besser als eine Spritze, ja. Die Natur ist Gott hat ja nicht den Menschen geschaffen, damit er umgespritzt wird. Das hätte er ja selbst machen können. Das wollte er nicht. Okay, aber wer sich impfen lassen will, bitte Leute, geht hin, lasst euch impfen. Also die Schlafschafe mögen sich bitte alle impfen lassen. Ja? Dann sind sie beruhigt. Dann sind sie ruhig, können sie ruhig schlafen. Ne? Können richtig lange schlafen. Oh! Schlafe, schlaf, schlaf, schlafe schön. Schlaf, 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 schlaf. Es gibt nicht so ein Volkslied? Oder hieß das anders? Leute, aufwachen. Ciao.